fucking fuck! Oh mein Gott. Und heute will ich auf Rage in Speedrunning reagieren. Das sind Compilations bzw. Aufzeichnungen von Speedrunnern, die verkacken in ihrem Speedrun und deswegen sich zu Tode aufregen. Hahaha, imagine sich zu Tode aufregen in einem Speedrun. Kenne ich ja gar nicht. Also ich will ja nicht haten, ne? Aber wenn man sich dazu entscheidet, dieses Spiel zu Speedrun, dann hat man es irgendwo verdient, sich aufzuregen, oder? Glaubt ihr, der Controller funktioniert noch? Oh, Bombclip! Fuck you! Dumbass, Bomb. Ja gut, aber das war nicht wirklich ein Ausraster, oder? Komm, ja, jetzt wird er nochmal fail. Aber das ist nicht wirklich ein Rage. Ich hätte genauso reagiert. Wer? Speedrun COD. Ist das überhaupt COD? Fuck! Fuck! I press square. I pressed square. What did he press? Oh, der Stern ist direkt vor seiner Nase. Oh, das wird jetzt. Oh my god! No. Ich finde, verhältnismäßig ist er ruhig geblieben. Oh nein, fällt er nochmal runter. What the fuck? Ich hätte schon längst neu angefangen. Also gerade bei Mach 64 ist das umso nerviger, wenn man einen Fehler macht, weil oftmals ist man nicht selber schuld, sondern erstens, weil die Kamera nicht mitmacht oder zweitens, weil die Engine einfach komisch ist. I didn't press B! Fuck this game! Come on! Wenn man das so abfilmt, anstatt einfach OBS zu benutzen oder irgendein anderes Programm, der hat Let's Plays nicht verstanden. Warte mal, hat er... Chill doch! Eu tô apertando! Was ist das für eine Sprache? Tapete Comandante. Portugiesisch. Yo, das wurde einfach auf Madeira aufgenommen. Er hat kurz die Sprache verlernt. Das erinnert mich an so ein Video. Mal gucken, ob ich das wiederfinde. Dom Ten verlernt für 10 Sekunden das Sprechen. Aber das fühle ich wirklich komplett. Warte mal, wo zum Teufel ist der? Ist er zu Hause oder ist er in so einem Lager? Ich finde die Facecam gerade viel interessanter als das Spiel. Er schafft es den Stern. Oh mein Gott, was macht er da? Oh mein Gott, wie kann man denn so unlucky sein? Aber nach 8 Stunden und 20 würde ich auch nicht neu anfangen. Boah, ich würde niemals... Oh mein Gott. Ich meine, man hat auch die Möglichkeit, das ist jetzt nur ein Tipp von mir, Dark Souls nicht zu speedrun. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich fühle das so sehr. Bruder, dein Stuhl hat ja nichts getan. Wie er aussieht. Nur mit der Decke über meinem Kopf kann ich mich konzentrieren. 1, 2, 3. Der Typ ist deutsch. Warte mal, ist das so eine Art Blindrun? Weil das sieht nicht aus, als würde er sehen, was er... Also, als würde er das Spiel sehen. Blindrun und einhändig. Okay. Das ist wild. Fucking Gott! Aber hat er es jetzt geschafft? Was? Aber ich verstehe das nicht. Er hat es doch geschafft. Ja, wie gesagt, wer es so abfilmt, hat es verdient, sich aufzuregen. Guck mal, die Sache ist, in so einem Moment freue ich mich darüber, also für seine Switch, dass er keine langen Nägel hat. Weil es sah ein bisschen aus, als würde er versuchen, seine Switch zu zerkratzen, hat aber nicht funktioniert, weil er kurze Nägel hat. Monkey fuck, bitch, fuck, cut! Fuck, cut, bitch! Monkey fuck! Oh mein Gott. RIP Schreibtisch, RIP Tastatur, RIP Controller, RIP Nerven und keine Ahnung, was da noch alles kaputt gegangen ist. Oh, er ist kurz davor, es durchzuspielen. Es fehlt nur noch der Endboss. Dann hat er es geschafft. Fuck! Aber er hat es nicht geschafft, schnell genug zu sein. You absolute pathetic little fucking piece of shit. Okay. No! Busted! Alright, spread him, punk.
Und das ist der Vorteil, hinter seinem Facecam noch eine Couch zu haben. Wenn ich mich aufrege, kann ich das auch machen. Ich kann einfach zurückgehen und mich hinlegen. Das ist schon ziemlich geil. Aber nach 1 Stunde 22 kann ich das verstehen. Imagine, ihr streamt so lange und es läuft sogar echt gut. Und dann passiert so etwas. Oh, nice. GTA 3. Aber wo ist der Rage? Might have lost a glitch phone call. Es gibt eine Glitch-Phone-Call, den muss man benutzen, um weiterzukommen. Das heißt, LeBron ist dead. Er kann nicht weiterspielen. Ah, okay, er kann es nur noch... Okay, ja. Das war's. Das ist halt das Ding, ne? Also man könnte sich dazu entscheiden, echter Speedrunner zu sein. Man könnte sich aber auch dazu entscheiden, so etwas wie Lebensfreude zu besitzen. Wing and break! Oh, fuck off, man. Okay, ich gehe ja schon. Oh, fuck me. Nee. Non, je suis un idiot. J'ai deux de QI. J'ai deux de QI. J'ai deux de QI. Ich weiß ja nicht, was das heißt. Denn ich kann kein Französisch, sofern das überhaupt Französisch ist. Aber j'ai deux de QI. Baguette. Je suis idiot. Ja. Ich werde das klingt irgendwie süß. Also, ich liebe es, wenn andere Leute sich in fremden Sprachen aufregen und ich nichts verstehe. Irgendwie ist das witzig. Du dumme Scheiß-Oma. Geh nach Hause, verdammt. Was muss ich denn jetzt auswählen? Oben, unten, sah beides gleich aus. Das sind ganz viele Leute, die sich aufregen. Let's go. Oh mein Gott, das war nicht gut. Das war nicht gut. Please, please. Das war ja absolutes Erdbeben. Das war sogar mehr als Erdbeben, das war einfach Atombombe. Also wie kommt man auf die Idee, Wii Sports Resort zu speedrun? Also der Typ muss sich ja irgendwann gedacht haben, so Wii Sports Resort, das ist so mein Ding. Damit kann ich mich identifizieren. Nein! Nein! Oh shit. Oh, nein! Shit. Nein! Nein! Yes! Why is that even a thing, man? Oder ich kann das nicht beantworten. Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie Mr. Resident Evil? Okay, er ist ein bisschen langsamer als in seinem letzten Run und befindet sich bei der 39. Minute. Ah! Alles okay? Ja, das war's. GG. So viel Stern, Alter. Und der Emulator ist auch noch abgestürzt. Fuck! Fucking mad. Ich habe so eine Theorie, Leute, aber wie gesagt, ich lehne mich damit sehr aus dem Fenster. Ich glaube, der ist wütend. Every time I get close to it, something happens that makes me lose all my freaking stars. Ja, das stimmt. Wagged heißt das. Ich habe noch nie davon gehört, ich habe es noch nie gespielt, aber es sieht halt echt scheiße aus. No! Nur so eine Theorie. Ich glaube, Wagged ist einfach Wag. Yo, der ist richtig beleidigt, Alter. Da sitzt er so. Ich spiel das nie wieder. Okay, 3 Minuten 23, 24. Und er versucht den LBJ. No! Por qué? Por qué? No sale! Mit einer Zeta! Voll santo día! Wie kann man das denn viermal probieren? Hör doch auf! Hör doch auf! No quiere, pero... Hör doch auf mit Speedrun! Gib deinen Traum auf! Musik in meinen Ohren! Das war Rage Quits in Speedrun. Wie fandet ihr das? Also, wie fühlt ihr euch jetzt? Beste. Witzig. Super. Schon irgendwo ASMR, oder? Und dann mal schön auf die Glocke drücken, Leute! Give me your Eddie, we pullin' it to your bed and then we gon' put it to red and we gon' quit clap.